Hallo ihr Lieben, oh, jetzt mache ich das mit diesem Hallo ihr Lieben, wie habe ich es eben gemacht, hallo? Ja, ich sage einfach hallo, was soll's? Hallo, ich bin die Nuri vom Blog Ingwer trifft Olivia. Heute bei Passt nicht, gibt's nicht. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Bald ist Frühling und deshalb schauen wir heute mal, was die Must-Haves sind und womit ihr am Weiher so richtig glänzen könnt. Die Bomberjacke ist ja seit Jahren schon der absolute Dauerrenner und auch in diesem Frühling wird sie wieder ein ganz großer Trend. Ich liebe sie ja, denn man könnte meinen, sie trägt auf, aber in meinem Schrank hängt sie als absoluter Kilokiller. Denn wenn man sie mit einer Skinny Jeans kombiniert, versteckt sie sehr gut das ein oder andere Winterröllchen und da kann man gleich ein, zweimal mehr bei Giovannis Eisdiele vorbeischlendern und genau solche Klamotten brauchen wir doch. Instagram-Superstars wie Gigi Hadid oder Cara Delevingne lieben den Urban Style und dazu gehört nicht nur die Bomberjacke, sondern auch die gute alte Cappy. Und ich liebe sie auch, denn sie ist auch ein kleiner Versteckmeister, nicht nur an Bad Hair Days, sondern auch, wenn man sich einfach mal nicht so wohl fühlt, kann man die Cappy zucken und der Gesichtssalat ist geregelt, ist doch perfekt. Die Spiegelsonnenbrille ist ja schon seit mehreren Jahren der absolute Hit und wird auch im kommenden Frühling ein großer Trend werden. Ja, und ich bin total froh darüber. Ich habe mir nämlich vor längerer Zeit auch mal eine sehr teure zugelegt. Und das scheint eine gute Investition gewesen zu sein, denn sie läuft und läuft und läuft. Die aktuelle Tribal Spirit Kampagne von Instagram-Superstar Kendall Jenner zeigt uns, wo der nächste Trend hingehen wird. Das Thema Bohemian, Hippie, Ethno wird wieder von allen Seiten aufgegriffen und wir dürfen uns auf wunderschöne Accessoires im Gypsy-Look freuen, die mit Naturstein und Silber glänzen. Dazu gehören natürlich auch Kleider im Bohemian-Style. Wir können uns freuen auf Aztekenmuster, Flower Power Prints, gedeckte Farben und sanft fallende Schnitte. Also ich werde mir auf jeden Fall eins zulegen. Außerdem werden wir viele Taschen mit Fransen im Hippie-Look erwarten. Was mich jetzt noch brennend interessieren würde, was sind eure Must-Haves des kommenden Frühlings? Welche Trendteile werdet ihr tragen? Zeigt es mir doch einfach auf Instagram mit dem Hashtag PNGN. Ich würde mich freuen, es zu sehen. Schreibt mir auch gerne was in die Kommentare. Und ich sage bis bald und macht's gut, ihr Lieben. Tschüss!